herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Reihe Agility für Anfänger Wippe. Wir haben heute die Höhe schon ums Doppelte gesteigert, werden quasi erstmal wieder einen Schritt zurückgehen. Das heißt, ich habe hinten den Träger wieder untergebaut, sodass wir erstmal wieder anfangen, das Kippen zu üben, weil einfach die Höhe jetzt immer mehr wird. Und werden uns heute im Video bis auf das Endmaß hocharbeiten und natürlich auch den Aufgang dann mit üben. Wir fangen wieder so erstmal an. Ich schicke sie drumherum oder zumindest werden wir jetzt erstmal das Kippen so ein kleines bisschen. Genau, gut, super. Ja, fein. Prima. Gut, prima. Ich führe sie erstmal wieder immer um den Träger drumherum, das kennt sie schon. Tatsch. Allerdings merkt ihr, sie hat jetzt mit der Höhe, es ist was anderes. Also das heißt, da muss sie sich noch ein kleines bisschen dran gewöhnen. Tatsch. Ja, gut, prima. Ja. Ja, super. Gut machst du das. Prima. Touch. Ja, fein. Gut. Fein, Touch. Ich sage wieder erstmal keinen Gerätenamen dazu, sondern gebe nur mein Touch-Kommando, weil sie ja gelernt hat, auf das Target zu gehen. Touch. Fein, gut gemacht. Super. Genau. So, jetzt versuchen wir mal. Ja, ich lobe sie erstmal. Mal hier. Fein, gut gemacht. Mir geht es immer darum, dass sie erstmal keine Angst hat. Touch. Fein. Und sich das Gerät so ein Stück weit selber erarbeitet. Ich gebe immer nur so, tatsch, so wenig wie möglich Hilfe, so viel, okay. Tatsch, fein Touch. So, dass sie sich letzten Endes den Großteil selber erarbeitet. Wie schnell ihr vorgeht, hängt natürlich immer von eurem Hund ab. Das ist ganz klar. Je nachdem, was uns unser eigener Hund anbietet, davon machen wir abhängig, wie schnell wir den einen Schritt nach dem anderen machen. So, die andere Seite. Touch. Fein. Super. Gut. Touch. Fein, Touch. Gut. Prima. Touch. Fein. Da ist es. Super. Genau, immer beidseitig üben. Deswegen haben wir jetzt den Träger auf der anderen Seite. Weil das für den Hund sonst touch wie zwei Geräte sind. Also das ist ganz wichtig, dass wir immer auf beiden Seiten üben. Gut. So, jetzt werden wir mal versuchen, dass wir die weiter hier hinten hinstellen. Ja, machen wir mal so hier. Sie soll ja auch nie lernen, von der Seite aufzusteigen. Deswegen werden wir die jetzt mal hier an den Anfang stellen. Das ist eben immer dann so die Gratwanderung. Ich versuche eigentlich jetzt, die Träger vorm Kipppunkt hinzustellen, dass der Hund lernt, das ist was anderes, wie jetzt, wenn sie das ganze Gerät nimmt. Mal hier. Sitz. Bleib. Jetzt werden wir mal sehen, wie es funktioniert. Wippe, touch. Ja, das war gut. Prima. Ich habe sie jetzt mal noch ein bisschen abgefangen, weil sie mir ja letztens auch sehr stürmisch war. Und das wollte ich jetzt auf die Höhe nie unbedingt provozieren. Ja, fein, super. Bleib. Wenn ihr jemanden habt, der euch hilft, geht es natürlich ein bisschen einfacher. Wippe, touch. Ja, super. Gut gemacht.
Schön ist es natürlich auch, wenn die später so ein Stück nach vorne rutschen. Ne? Das sieht man immer so schön bei den Border Collies. Die machen sich dann eigentlich ab der Mitte so flach, dass sie dann in die Kontaktzone reinrutschen. Oh, ist fein. Super. Prima. Muss mal ein bisschen hier beiseite nehmen. Machen wir nochmal die andere Seite. So. Wippe. Touch. Ah, schade. Da war ich nicht schnell genug. Wippe. Touch. Jetzt merkt er, jetzt kommt das mit dem Kippung. Wippe. Na. Ja, gut, okay. Schlupfe mal, aber das machen wir nochmal. Sitz. Bleib. Wippe. Wippe. Touch. Ja, super. Oh, das war okay. So, und hier müssen wir jetzt erstmal an der Stelle noch so ein kleines bisschen Sicherheit reinbringen. Und das noch ein Stück weit. Da, such. Such. Ja, gut gemacht. Bitte. Touch. Ja, super. Das war gut. Fein gemacht. So in der Form ist das schon ganz schön. Prima. Mal hier. Jetzt mal beiseite. Mal wieder ein bisschen umrücken hier, weil es die Wippe natürlich dann auch schnell mal verrückt. Und nochmal die andere Seite. Wippe. Touch. Ja, gut gemacht. Sehr schön. Gut. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder und bauen um auf die höhere Höhe. So, jetzt haben wir die volle Wippenhöhe und werden jetzt probieren, wie das funktioniert. Ich versuche sie wieder hier vorne abzufangen, so gut mir das gelingt. Und sie kann sich den Aufgang jetzt schon so ein bisschen selber suchen. Ihr könnt sie natürlich auch davor setzen. Wippe. Touch. Nein. Genau. Bei dieser Variante ist natürlich das Gute, dass sie jetzt von Anfang an lernt, auch wirklich von vorne hoch zu gehen. Das war eben jetzt der Grund, warum ich die Träger wirklich ganz vorne hingestellt habe und nicht nochmal einen Zwischenschritt, damit die lernen, von der Seite aufzusteigen, was wir ja hier am Ende, am Anfang gemacht haben. Zu Beginn sozusagen des Trainings. Wippe. Touch. Ja, gut, super. Fein gemacht. Diese Endposition einnehmen, das werden wir natürlich später noch ausbauen. Also das heißt, das soll sie ja auch unabhängig von meiner Gegenwart machen. Aber jetzt erstmal zum Abfangen, gerade bei temperamentvollen Hunden bietet sich das an, dass ihr da erstmal am Ende mit dabei steht. Wippe. Touch. Ja, gut. Sehr gut. Prima machst du das. Prima, gut. Wippe. Touch. Ja, gut. Sie hat kurz gezögert, hat aber durchgezogen. Sehr schön. Okay. Wippe. Nee. Ah. Wippe. Ah. Touch. Super. Könnt ihr natürlich auch stimmlich ein bisschen unterstützen, dass die einfach merken, die machen es richtig. Okay? Oh, ist fein. Wippe. Touch. Ja, super. Gut. Prima. Fein. Wippe. Wippe. Ja. Touch. Fein. Sehr gut. Ich versuche es immer schon jetzt mal ein bisschen hinzuwerfen. Das ist ja manchmal immer so eine Sache, wie das funktioniert. Ich bin nicht der Beste im zielgenauen Treffen, aber zumindest so einen kleinen Versuch, damit man einfach doch immer schon mal ein Stück weit wegkommt. Ein, zwei Schritte. Wippe. Touch. Super, gut gemacht, prima. Andere Seite nochmal. Wippe. Touch. Ah, jetzt war ich ein bisschen zu spät. Das machen wir kleiner mal. Nein.
Wippe. Touch. Super, das war besser. Gut gemacht. Ja, und im Grunde gilt es, das jetzt eben auszubauen. Ne? Das heißt, mit mehr Bewegung, schräg weg oder auch in die andere Richtung. Der Hund muss lernen, auch wenn man zurückbleibt, trotzdem bis nach vorne durchzugehen. Und das werden wir jetzt auf diese Art und Weise weiter aufbauen. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Üben. Danke für euer Interesse und liebe Grüße, bis bald. Tschüss!